nicht das Feuer sehen. Keine Angst, wir fliegen in luftige Höhe. Meine Kräfte reichen weit. Justin Dancer. Die jüngste von 12 Schwestern, die alle die Ever After High besuchten. Und die immer noch nicht weiß, welches Schicksal ihr bestimmt ist. Glücklich bis ans Lebensende für Justine. Ich bin fertig. Ich bin richtig früh schlafen gegangen, aber ich hatte einen so wahnsinnig zauberhaften Traum. Ich hatte darin mein eigenes Ballettstudio und war gerade dabei, ein paar meiner Lieblingschoreos zu tanzen. Schluss mit der Quatscherei. Es wird getanzt. Auf geht's, meine Damen. Tanzschuhe an. Meine Schuhe. Völlig ruiniert. Wer war das? Wie schrecklich. Dieses Rätsel wirst du bitte nach meinem Unterricht lösen, Miss Dancer. Erste Position. Das ist das absolute Spitzenmodell aus dem gläsernen Schuh. Kein Schuhdieb kann dieser Schönheit widerstehen. Wenn ein Dieb diesen Strahl kreuzt, geht er sofort in die Falle und die Kameras zeichnen das Verbrechen auf. Völlig sicher. Zeitverschwendung. Verlass dich niemals auf Technik. Drück auf diesen Knopf, zieh an dieser Strippe. Funktioniert nicht. Ich wette, die Schuhe werden ganz bestimmt geklaut. Seit wann bist du denn eine Schuhdiebstahl-Expertin? Oh ja, immer auf den bösen Wolf. Entspann dich. Du und ich haben doch nicht den gleichen Geschmack. Und Ramona ebenfalls. Ramona, du böser, böser Wolf. Psst, weckt sie nicht auf. Wen nicht aufwecken? Was geht denn hier vor sich? Justin Dancer. Dann war ich es also wirklich selbst? Aber wieso? Das ist zauberhaft. Deine Schwestern haben genau das Gleiche erlebt. Meinen herzlichen Glückwunsch. Du bist die 12. tanzende Prinzessin. Du musstest dein Schicksal selbst erkennen, aber nun kennst du es genau. Und kannst endlich lernen, mit deinen Kräften umzugehen. Mit der Gabe des unendlichen Tanzes. Ja, ja, ja. Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe, Ramona. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr mir geholfen habt, mein Schicksal zu erkennen. They told you everything was waiting for you. They told you everything was